Willkommen zurück zu Siberia 2. Wir sind immer noch im Kloster und nach einer langen ich mach den Anfang immer neu. 3, 2, 1. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Siberia 2. Wir sind weiterhin im Kloster und das letzte Mal habe ich euch ein bisschen voll gelabert. Naja, nicht voll gelabert, aber ich habe euch sehr viel aus einem bestimmten Buch vorgelesen. Das war wirklich sehr viel. Und ja, was ich jetzt auf jeden Fall testen wollte, weil in dem Buch wurde nämlich beschrieben, dass bestimmte Sträucher eine heilende Wirkung hätten, wenn man sie verbrennt. Und ich hoffe natürlich. Es fehlt etwas, um das hier zu betätigen. Weiß ich nicht. Es fehlt etwas, um das hier zu betätigen. Sag mal, Stress. Ich weiß nicht, was willst du denn? Was brauchen wir denn noch? Es fehlt etwas. Es fehlt etwas, um das hier zu betätigen. Käse und. Lecker, ja. Schneide ich einfach so ab. Bürste. Kann ich auch nirgendwo hier verwenden. Verdammt. Kann ich ja auch nicht hier hin tun. Ich weiß, mit den Streichhölzern soll man das dann anzünden, sicherheitshalber. Sicherheitshalber. Wahrscheinlichkeitshalber, meine ich. Aber hä? Was fehlt denn jetzt noch? Ich weiß es nicht. Ich habe doch schon alles angeguckt. Wahrscheinlich irgend sowas wie ein Schälchen oder so, damit das nicht komplett auf den Tisch läuft. Aber ich hab ja nichts. Wo soll ich denn noch was herbekommen? Weil hier war ja überall nichts mehr. In der Kapelle war nichts. In dem Bibliotheksdingen war auch nichts. Hier ist auch nichts mehr. Auf dem Friedhof war ja auch nichts. Was soll ich denn da jetzt noch nehmen? Es fehlt etwas. Ich kann ja schlecht die Kerze da wieder reinmachen. Bonbons kann ich da auch nicht reinmachen. Geld und so weiter ja auch nicht. Bringt ja alles nichts. Ich habe noch mal eine normale Kerze gemacht. Ja, schön. Nach unten will ich eigentlich nicht. Ich habe nämlich Angst, dass ich da nicht mal Ich darf runterkomme. Hans nicht. Genau. Mal davon abgesehen, dass sie einen eh nicht runterlässt. Also muss es ja hier irgendwas zu finden sein. Aber was denn? Ich bin wirklich gerade ratlos. Ich weiß es nicht. Hier ist doch auch nichts. Das ist ja nur hier der Schlittendingens. Bei diesem Sa Damit kann ich ja auch nichts machen, denke ich. Nee, das wird auch nichts. Mit dem kann ich nicht reden. Hier kann ich zwar noch das angucken, aber das bringt ja auch nichts. Das war ja nur für den Strauch. Damit ich daraus die Kerze machen kann. Und ich weiß jetzt nicht, was jetzt so schwer darin ist, die Kerze anzuzünden. Ich weiß es gerade echt nicht. Ich würde die trotzdem einfach auf den Tisch hinstellen. Egal, ob da Wachs runtertropft oder nicht. Ist ja schließlich auch nichts.
Hans? Mit ihm reden kann ich auch nicht. Hab ja schon alles mit ihm besprochen. Käse und Käse. 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 Der sagt, sie sagt nur Käse und Brot. Hierzu sagt sie gar nichts. Es fehlt etwas. Es fehlt etwas, um das zu bestätigen. Das verstehe ich nicht. Nein. Ich verstehe das echt nicht. Ich weiß nicht, was die von mir will. Ich habe vorhin einfach weiter geredet, obwohl ich die Aufnahme schon gestoppt hatte. Das ist sehr gut von mir. Ich habe jetzt nachgeguckt. Und es... Oh Gott. Da könnte ich mich jetzt selber wieder ohrfeigen. Dass ich nicht auf die Idee kam, dort nochmal nachzugucken. Und zwar dort, wo wir das Buch her haben, soll hinter dem Buch sowas wie eine... Ich glaube, die haben das Yukol-Relikte genannt oder so, zum Vorschein kommen. Und da habe ich ja nicht mehr geguckt, weil ich dachte halt, das wäre alles. Ich habe auch nicht darauf geachtet, dass da irgendwie noch was wäre. Das war die Richtung, ne? Kein Wunder, dass das nicht funktionieren kann. Da, genau, das da brauche ich. Hier ist aber wirklich nichts mehr. Nein, gut. Gut, 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 gut. Die Kerze und so weiter haben wir alles. Wir haben hier sogar eine normale Kerze gemacht. So toll sind wir. Nein, so gut können wir Kerzen machen. Und jetzt soll es funktionieren. Und die Kerze rein. Und natürlich anzünden. Ich hoffe, es hilft. Und hat das jetzt geholfen? Hans, wie geht es Ihnen? Kate, ganz gut. Warum bin ich hier? Das erkläre ich Ihnen später. Gehen wir? Können Sie laufen? Würde ich gerne, aber... Bleiben Sie liegen, Hans. Ich schaue nach, wie wir von hier wegkommen. Okay, kann ich das wieder mitnehmen, das Gefäß? Das ist genug Rauch für heute. Okay. Sind wir genug eingeräuchert worden? Und was müssen wir jetzt machen? Schön. Hans geht es jetzt scheinbar besser, aber ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll, ne? Die wollen uns bestimmt nicht gehen lassen. Ich guck mal, ob ich mit dem Patriarchen reden kann, ob das was bringt. Bezweifle es zwar. Aber naja, man darf ja die Hoffnung nie aufgeben, ne? Oh! Die Tür ist offen. Oder der Vorhang. Okay. Ich nehme mich einfach mit. Sonst ist jetzt nichts. Okay, warum kann ich jetzt einfach hierher und warum hängt da der Schlüssel so offensichtlich? Also so wie so heiligmäßig schon fast. Der ist bestimmt... Oh nein, ich wollte noch das Inventar nicht öffnen. Der ist bestimmt für die Tür. Das ist zumindest die einzige Tür, die jetzt noch verschlossen ist. Okay...
damit ich den Sarg nutzen kann, damit wir quasi als Schlitten runterfahren. Dann heißt es ja, dass ich am Eingang gar nicht rauskomme, ne? Soll ich es testen? Ich teste es mal. Ich glaube, ja, die wollen uns nicht gehen, glaube ich. Guten Tag, Pater. Gehen Sie jetzt. Wir nehmen Ihren Freund mit. Ich wollte Sie davon informieren, dass wir das Kloster verlassen. Ich untersage es ausdrücklich. Haben Sie gehört? Was? Aber Hans ist wieder gesund. Es besteht kein Grund, noch länger hier zu bleiben. Er ist keineswegs gesund. Alles nur teuflische Illusionen. Sie haben die Seele dieses Unglückseligen mit ihrem Schaman geschwätzt verdorben. Es kommt nicht in Frage, dass Hans Vorarlberg dieses Kloster verlässt. Okay. Lassen Sie es sich gesagt sein. Ich verlasse diesen Ort nicht ohne Hans. Ja, so nehmen Sie doch Verstand an, Fräulein Walker. Hans Vorarlberg verlässt diesen Ort nur in einem Sarg. Ja, damit hat er aber recht. Sehen, Pater. Damit hat er aber wirklich recht, wenn wir den nämlich als Schlitten benutzen. Wir haben den ja schon mal abgelenkt. Es war ja für mich schon klar, dass jetzt, wo ich die Glocke läuten konnte und der weg ist, dass wir auf die Weise verschwenden. Aber ich wollte halt nochmal zum Eingang gehen. Nicht, dass es heißt, ja, wir können nicht verschwinden, weil wir nicht beim Eingang waren. Jetzt nur noch Hans. Jetzt nur noch Hans, ne? Ich will da nicht groß rumklicken, nicht, dass sie plötzlich ohne ihn geht. Obwohl ich mir das nicht vorstellen kann, aber... Sicher, sicher. Holen wir ihn mal. Eigentlich auch ganz schön riskant, ne? Hans konnte sich sonst was dabei brechen. Gehen wir hin. Ja, Kate, wir müssen uns beeilen. Nein, gehen Sie nicht weg. Nein, bleiben Sie hier. Haltet sie auf! Welch rasante Talfahrt. Hat richtig Spaß gemacht, Kate. Wirklich. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass dir das Spaß gemacht hat. So, ich will aber fahren, endlich. Bevor die Klosterleute auf die Idee kommen, hier runterzukommen. Kann ich eigentlich Oskar anrufen? Das würde mich gerade mal interessieren. Oh, ich kann wirklich Oskar anrufen. Sinnlos, Oskar anzurufen. Okay, sinnlos, Oskar anzurufen. Nö. Das wäre gar nicht sinnlos gewesen, aber egal. Hätte ihn anrufen können und sagen können, hier, hey, wir können losfahren. Wehe, es kommt wieder irgendein Aber. Wehe. Oskar, das war kein Kloster, sondern ein Gefängnis. Aber es ist mir gelungen, Hans herauszuholen. Sie sind geflohen? Alle, Achtung, Kate Walker.
Oskar, das war kein Heißt das jetzt, wir können feiern? Weil aufgezogen ist er ja schon. Mit Maika kann ich mich nicht mehr unterhalten. Ich nehme jetzt an, ich kann einfach gehen. Ich weiß es gerade nicht. Kann ich ihn jetzt anrufen? Und ging das vor nicht? Sinnlos aus. Nee. Hä, der Zug ist doch aufgezogen. Hans ist wieder da. Wir können fahren. Hans? Hans? Können wir nun unsere Reise fortsetzen? Ich muss noch etwas zu Ende bringen. Aber Sie könnten mir dabei helfen. Gern. Sagen Sie mir, was ich tun soll. Ich habe das mechanische Herz repariert für die Pferde. Aber ich bin jetzt zu müde. Bitte gehen Sie für mich zum Kabarett und bauen Sie es ein. Ja, tue ich gerne, Hans. Seien Sie unbesorgt und ruhen Sie sich etwas aus. Ah, stimmt. Das müssen wir ja noch machen. Stimmt, ist das eigentlich so eine Kleinigkeit? Das habe ich vollkommen vergessen. Okay, dann gehen wir dorthin. Dann gehen wir dorthin, sobald ich wieder reden kann. Mit dem Gefährt haben wir auch noch nichts gemacht, ne? Können wir uns wahrscheinlich nur angucken, oder? Ich weiß es nicht. Ich will einfach nur noch das Herz da reinsetzen. Die Pferde reparieren. Oh! Alle! Hopp! Hopp! Alle! Hopp! Hopp! Alle! Hopp! Hopp! So süß. Ah, jetzt reicht's aber. Hau ab, du Dreckshund. Los, weg hier. So, jetzt können wir aber das mal reparieren hier. Damit er da seine Show liefern kann. Und ich denke mal, wir sollten ihn noch ansprechen. Guten Tag, Herr Zipp. Als ich reinkam, schien sie sehr wütend über diesen komischen Hund zu sein. Hund, sagen Sie? Hier nennt man das einen Yuki, Fräulein Walker, weil sie von den Yukol-Eskimos gezähmt werden. Yukol, Yuki. Ein Yuki? Lassen Sie sich nicht täuschen, Fräulein Walker. Sieht zwar aus wie ein Hund, ist aber keiner. Wohl eher eine Mischung aus Robbe und Bär, mit einer Prise Vielfraß. Und Sie versuchen, ihm eine Zirkusnummer beizubringen? Wegen. Ich gebe zu, ich hab's versucht. In Ermangelung eines Besseren. Aber ein zivilisierter Mensch kann aus diesem Vieh wirklich keinen Nutzen ziehen. Das Tier widersetzt sich jeder Form von Dressur. Es will nur fressen. Herr Zirkus, ich wollte Ihnen Neuigkeiten von Hans bringen, bevor wir abreisen. Hat der alte Patriarch ihn geheilt? Genau genommen, das kann man wohl nicht sagen. Geht es ihm besser? Oh, es könnte ihm besser gehen. Aber er möchte die Reise fortsetzen. Sagen Sie ihm, ich wünsche ihm viel Glück, Fräulein Walker. Sag ich ihm.
Herr Zirkus, ich möchte mich für Ihre Gastfreundschaft bedanken. Wir werden Romansburg bald verlassen. Ah, das ist sehr schade, Fräulein Walker. Sie verpassen meine Pferdenummer. Ich beginne mit den Vorstellungen, sobald ich diese verflixten Automaten repariert habe. Das werde ich dann wohl ein anderes Mal nachholen müssen. Funktionieren die Pferde nicht? Ich hatte Herrn Vorarlberg gebeten, sie sich anzusehen. Aber aufgrund dieses schrecklichen Anfalls, den Sie miterlebt haben, kam er nicht dazu. Vielleicht kennen Sie sich ja damit aus, Fräulein Walker. Ich heiße zwar nicht Hans Vorarlberg, aber ich kann es ja mal versuchen. Ich habe doch schon was reingetan. Herr Zirkus, haben Sie denn auch alle Teile, die für die Inbetriebnahme des Automaten erforderlich sind? Ich muss zugeben, dass die Mechanik, ich meine... Schon gut. Ich schaue es mir an. Ich werde versuchen, Ihre... Ich muss weiter. Gott. Hä? Ich hab das doch schon. Muss ich da noch irgendwas machen? Ach so. Ist es jetzt in Ordnung? Hä? Ah, okay. Okay. Oh je, Mine. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Okay, das war wahrscheinlich das hier. Das dahin. Dann bewegen sich, glaube ich, schon mal alle Pferde. Aber ich weiß nicht, ob das so stimmt. Ich weiß nicht, das sah irgendwie... Es sah schon richtig aus, aber irgendwie nicht so, dass... Ich weiß nicht. Ich glaube, da werde ich doch noch im nächsten Part rumtesten. Ich habe gehofft, ich werde in diesem Part hier noch fertig. Aber dem ist dann wohl doch nicht so. Okay, dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis dahin dann. Tschüss, eure Time.